Es ist anders, seit der magische Springbrunnen aus ist. Es würde helfen, wenn du rausfindest, welche böse Macht hinter dieser Katastrophe steckt. Na klar. Und damit hey ho und let's go. Mit Spyro Reignited Trilogy. Und Wumpa-Früchten. Ach, ich liebe Crash Easter Eggs. Schmeißen die das alle? Gibt's hier noch mehr? Und hier ist keiner. Aber das Level feiere ich allein schon deswegen. Sehr schön. Komm mal runter da. Oh, ich dachte, so geht das. Daneben, daneben. Herr Crash könnte die einfach essen. Na gut, kümmern wir uns ein andermal um ihn. Und zwar ist es das erste Level der dritten Welt, die wir vor kurzem betreten haben, plus das erste Level mit einer neuen Fähigkeit, die ich glaube, die wir hier nutzen können. Okay, auch nicht. Oder auch nicht. Und zwar unserer Kopfnuss-Stampferdacke, wie auch immer. So, hi. Du siehst böse aus. Kann ich dich rammen? Okay. Ich dachte wegen dem spitzen Horn. Aber geht alles. Und dann ist ja gut. So, hier wegen dem Wasser muss ich mir keine Sorgen machen. So, Tee geht's gut? Bisschen zu viel Kaffee getrunken, oder? So, sehr schön. Ich helfe euch allen. Keine Sorge, ich bin für jeden da. Okay, du hast mich überrascht. Ja, das ist ja das Hauptproblem. Hier haben wir in der Sequenz gesehen. Sonst hier nichts. Nur der Frosch. Ach, das hat gut getan. Ich liebe es, wenn wir mehrere dieser Sachen hier haben. Hey. Okay, die werfen alle Wumpa-Früchte. Sehr schön. Dich kann ich auch nicht unterholen, gell? Nö. Na gut. Dann kümmere ich mich auch um dich um ein andermal. Ich muss nur herausfinden, wie. So, hier sind wir am Anfang. Das heißt auch, ja, da habe ich alles. Dann kann ich hier weitergehen. Ich sehe auch schon, da vorne wird jemand gejagt. Ah, die jagen sich gegenseitig, okay. Oh Gott. Man erwartet gar nicht, dass Elefanten so schnell sind, gell? Soweit ich weiß, auch im Real Life können die ordentlich Gas geben. So, ja, ich sehe den Affen. Anscheinend, der greift mich aber nicht so wirklich an, wenn die Kamera nicht im Blickfeld ist, gell? Das Spiel ist ein bisschen fair hier. Ja, tatsächlich, ich stehe genau neben ihm, aber er greift mich nicht an. Weil die Kamera nicht da ist, sobald ich ihn aber hingucke. Okay, sehr, sehr fair gemacht. Finde ich gut. Super Arbeit. Küssen tue ich dich nicht, aber deinen Schmetterling brauche ich. So, ah, hier gibt es gleich drei Gegner, das ist ja witzig. Dann mache ich erst dich fertig. Habe ich den anderen auch erwischt? Nein. Alter! Die kommen auch mit der Geschwindigkeit. Wie gesagt, das erwartet man nicht. Ich denke immer, ich habe Zeit. Bin gar nicht mit dem Finger auf dem Knopf und plötzlich boom, platt. Geht's euch gut? Was seid ihr eigentlich? Ich denke, ich habe bisher noch nie Lebewesen gesehen hier, die, ja, keine Gegner beziehungsweise... Wohin wolltest du rennen? Oder irgendwie sonst mit was zu tun haben? Kann ich euch irgendwie helfen? Sieht so traurig aus. Ne, Futter seid ihr ja nicht, das ist ja klar. Vielleicht gibt es mehr Entchen, die ich rüberbringen muss. Ich mache mich gleich auf die Suche. So, weg mit dir. Ich brauche vor allem mehr Gegner. Ich habe gesehen, überall diese Dinger sind ja da. Ich denke, das sind diese Sprungportale. Damit kann ich mich schon mal viel freier bewegen, sobald ich das habe. So, hier ist Ruhe im Karton, ja. Die Welt ist ein bisschen komisch ausgebaut, finde ich. Warte, Affen, ich vorhin hier? Können die sich bewegen, oder was?
Okay. Ich hoffe nur, ich habe ihn nicht getötet vorhin. Den Affen will ich eigentlich nichts tun. Ich mag die. So, auf Fähigkeitspunkte, soweit ich weiß, großartig, müssen wir uns nicht mehr konzentrieren. Das ist einer der großen Vorteile. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es nur noch zwei. Und zwar beim Endbosskampf. Ne, warte, ich muss schauen. Doch, Endbosskampf perfekt und ich vermute mal wieder das Fluglevel im Zeitlimit zu schaffen. Und das war's. Das war's. Dann haben wir alle Fähigkeitspunkte auch. Oh, ich dachte, hier geht's lang. Ich würde gerne erstmal nach hinten gehen, bevor ich nach oben gehe. Geht das? Ja, sieht doch gut aus. Der war fies. Die könnte man leicht übersehen. Professor, was geht ab? Ah, Spyro, schön dich zu sehen. Ohne meinen Bleistift bin ich völlig nutzlos. Ich habe hier dieses Ei. Vielleicht kannst du es gegen meinen Bleistift eintauschen. Mist. Mist. Hä? 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 Wie eintauschen? Hä, was? Was? Der hat seinen Bleistift verloren. Okay, okay. Warum nimmst du an, jemand hat es und will es auch behalten noch, weswegen du mir einen Tauschgegenstand gibst? Ich habe keine Ahnung, wohin soll ich mit dem Ding? Bis auf die Enten habe ich keinen gesehen. Ich gebe es gerne mal den Enten. Aber ich bezweifle, dass es ein Entenei ist. Dich habe ich fast vergessen. Da, wo bist du? Hier. Oh, cool, es schwebt. Nö, gut. Wie gesagt, absolut ratlos. Dafür will es bestimmt auch nicht. Dann mache ich die Mission später. So, haben wir jetzt alles. Irgendwie verliere ich hier so schnell den Überblick. Da war ich gerade. Ach, Moment. Moment mal. Nein, nicht. Ja, hier unten gibt es auch noch was. Das habe ich fast übersehen. Achso, ich wollte gerade Feuer speien. Warum vergesse ich immer, dass man kein Feuer unter Wasser speien kann? Warum habe ich das so intuitiv im Kopf? In welchem Spiel kann man Feuerattacken unter Wasser machen? Mir fällt es nicht ein. Gut, Mario fällt mir jetzt ein, aber ich denke, daher kommt die Erinnerung nicht. Vor allem, weil sich die Feuerkugeln anders verhalten. Da habe ich noch was übersehen. So. Wechseln wir auch gern mal die Musik zur Originalen. So, hier habe ich alles. Und hier sind wir am Ende, gell? Ja, dann kommen die Entchen. Gut. Das kann man leicht übersehen. Gut, dann kann ich jetzt weitergehen. Und zwar, hier war die Hütte, wo ich hochgehen kann. Also, wenn ich es könnte. So. Ach du Scheibe. Wenn ich die ganzen Abkürzungen habe später, dann ist es ja easy peasy, aber jetzt. A, habe ich keinen Überblick. Und B, wenn ich irgendwo runterfalle, muss ich nochmal den ganzen Weg hinlatschen. Auf Kommando, weißt du? Als ob ich es absichtlich gemacht hätte. Oder mich jemand absichtlich sabotiert hätte. War es einer von euch? Wer? Ich erfahre das. So, zack, zack. Schnell dahin. So, weg mit dir. Ich gehe jetzt mal dahin. So,
schön vorsichtig. War dann senken, Ungeheuer. Also wenn das keine Ranke, sondern wirklich ein Tier ist. Nee, ist tatsächlich nur Felsen, denke ich. Aber sieht halt aus, gell? Sehr ungeheuer hatten wir im Fluglevel in der zweiten Welt. Also so abwegig ist es gar nicht. So, weg mit dir bitte. Ah, zu vieler. Ja, euch will ich eigentlich gar nicht besiegen. Außer ich kann euch irgendwie so runterstürzen. Sonst seid ihr mir zu gefährlich. So. Dann mache ich euch eben so fertig. Ach komm, ich gehe jetzt runter und mache den auch so fertig. Ich muss ihn aber treffen. Yes. Der Grund, warum ich sie übrigens so seltsam besiege... Ah, das Portal ist offen. Sehr schön. Ist übrigens ganz simpel. Ja, es gibt keine Challenges mehr. Aber es gibt ja immer noch die Trophies, die wir jagen müssen. Und eine davon besagt, rahme alle von denen. Ich dachte eigentlich, es geht anders, aber wenn es wirklich so simpel ist. Okay. So, jetzt könnte ich zwar hoch, aber ich lande damit irgendwo anders, wo ich gar noch nie war, gell? Kann ich irgendwie hier rüber, wo ich schon mal war? Ja, gut. Der Weg ist sowieso ein bisschen trocken gewesen, gell? Keine Gegner, keine... Ja, gar nichts. Das sind ja nicht mal Edelsteine. So. Gut, jetzt bin ich hier oben. Hier war ich schon fertig. Du kannst weg. Affe. Ach, wo ist Crash, wenn man ihn braucht? So, und hier kommt man ganz regulär dahin. Okay. Ja, ich folge erstmal dem regulären Weg, bevor ich diese ganzen Abkürzungen benutze. Was ist das? Okay. Irgendwie nix. Nö. Vielleicht kann ich da mein Ei pflanzen. Ich habe keinen Plan. Ups. Ups. So. So, ist hier auch unter Wasser? Gibt es hier ein Unterwassernägel? Das ist direkt Boden hier, okay. Hinterm Wasserfall gibt es auch nichts, sehr schön. Was war das? Egal. Seltsame Sachen geschehen hier. So, da ist ein leckeres Leben. Da haben wir einige verloren. Bei dem Bosskampf. Der war schon hart. An den werde ich mich noch lange erinnern. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Hier geht es ja tatsächlich weiter. Das ist ja schön. Dieses Ticken im Lied hört sich an wie Ding. Irgendwie wie ein Timer. Ich denke die ganze Zeit, ich muss mich beeilen. Aber hier ist ja nichts. Was sind das eigentlich für Tiere, weißt du? Sieht aus wie ein Schnabeltier, aber kannst nicht aufplustern wie so ein Kugelfisch. So Viecher gibt es nicht, gell? Da habe ich jetzt keine Wissenslücke. Ja. Egal, er ist aber auch weg. Wie lange sich dieser Geisteskraft, Seelenkraft, wie auch immer, entscheiden musste, wohin, gell? So, oh, hier geht's dann nochmal unter Wasser. Ich denke, jetzt weiß ich, warum in Welt 2 so viele Level waren und in Welt 3 es dann als später weitergeht. Ich vermute, die haben diese vom Aufbau viel komplizierter gemacht, kann es sein? Und damit ist eine deutliche Abgrenzung der Steigerung gibt, einfach mal alles in Welt 3 gepackt. So. Sonst kann ich mir nicht anders erklären. Also ich finde es bisher verwirrend. Ich meine zum Beispiel, jetzt bin ich ja größtenteils unter Wasser. Na? Eigentlich muss ich die Gegner ja nicht mal besiegen.
Weil die muss man nur besiegen, wenn man deren Geisteskraft braucht. So. Aber wir haben ja schon längst genug, also... Und Kristalle oder so bringen die mir ja nicht. Die bringen mir ja gar nichts. Guck mal, jetzt bin ich durch 3 Schritte lang gegangen und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe irgendwo einen Affen gehört. Ja, da ist er. Weg mit dir. Da ist das Ziel, vermute ich. War ich hier schon mal? Ich habe sowas von den Überblick verloren. Nö, hier war ich auch noch nie. Ich bin sowas von planlos. So, wo komme ich jetzt raus? Das sind ja wieder neue Bereiche. Ich habe keinen Schimmer, Leute. Da war ich schon, das weiß ich. Vielleicht bin ich auch auf einem komplett alternativen Weg. Das würde mich wieder freuen. Ja, ich bin anscheinend neben dem Ziel, okay. Ja, geschafft. Sehr schön. Dann, nehme ich hier lang. Da will ich noch nicht hingehen. Das ist alles so verwirrend. So, jetzt wieder hier. Dann komme ich außen herum, nämlich wieder auf der Seite hoch. Das weiß ich. Wobei ich den Sprung schon knapp finde. Oh Gott. Mach mir doch keine Angst. Oh, ich sehe gerade, da gab es einen leichteren Weg. Naja, egal. Wie kann ich helfen? Ah, Spyro, ein freundliches Gesicht. Diebe haben 4 Zündkerzen geklaut. Und jetzt komme ich hier nicht weg. Bitte, hol mir die 4 Zündkerzen zurück. Ei, ei, El Capitano. Mache ich sehr gerne. Und mal wieder ein Leben, sehr schön. So. Wohin willst du überhaupt fahren? So mal blöd gefragt. Wenn das Ding nicht fliegen kann, wie der Schlitten vom Weihnachtsmann, dann sehe ich schwarz für dich. Psst. Ich schleiche mich jetzt an. Na. Ah. Verdammt. Okay. Oha. Der ist nicht gerannt, der hat sich teleportiert. Die sind ja viel schlimmer als die Eierdiebe. Okay, die sind jetzt überall gespawnt. Okay, gut. So, aber das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier ist Ende Gelände. Ja. Ist da Ende Gelände? Ja. Okay, das wird nur im Kreis. Dann hake ich kurz das Hauptziel ab. Damit das erledigt ist. Oh, hi. Ich muss eingenickt sein. Oh je. Yeah. Es scheint, als hätte ich den Springbrunnen ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und sag Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen, okay? Okay. Die böse Macht ist aufgehalten. Interessant. Interessant. Habt ihr es bemerkt? Wir haben kein Talisman bekommen. Brauchen wir keine Talisman mehr? Kann man direkt zum Boss gehen? Ich frag für einen Freund. Okay, der Springbrunnen läuft wieder und sieht geil aus. Ist ja der Hammer. Ich find's cool. Okay. Gut, keine Talismane. Warum, wieso, weshalb erfahre ich noch. Die Kugeln brauche ich wahrscheinlich für das Superportal letztendlich. Das ist ja auch kein Thema. Wobei, ich brauche auch den Edelstein, den jetzt Ripto hat. Ich überlege, was ist das denn schon wieder eigentlich?
Ja, hau du mal ab. Ich habe keinen Bock, dich zu fangen. Hier ist ein Nest. Soll ich das Ei hier hinbringen? Und selbst wenn, ich sehe niemanden, mit dem ich mich unterhalten könnte. So, war ich hier schon mal? Ja, gell? Nein? Keine Ahnung. Ich denke schon, ja. War es mein Schatten? Ja, okay. Okay, ich weiß nicht, auf was ich mich stürzen soll. Ich würde sagen, machen wir diese dämlichen Diebe. So, einer ist wohin abgehauen? Hierhin, gell? Oder ist er außen herum? Können die schwimmen, oder was? Ich weiß gar nicht, was für ein Tier das war. Ups. Ab geht's. Okay, du machst eine ganz kleine Runde, das sehe ich. Nee, ich komme nirgendwo mehr hoch. Ich mag diesen Sprung hier nicht. Der ist so knapp getimed. Ich jag den anders herum. Und du bist wieder eingeschlafen. Ach, hör auf. Ich könnte ja nicht mal mit dem wieder reden. Normalerweise wiederholen die ihr Text. Hallo, warum lebst du nochmal? Okay, komm her. Ja, so rum jag ich dich. Was war das? Nichts, ich hab mich übersehen. Okay. Und weiter. Alter, ist er schnell! Wie? Zur Hölle soll ich den kriegen? Was ist denn das überhaupt für ein Tier? So halb Fuchs, halb Flughörnchen oder was? Hier ist er ein bisschen langsamer als ich. Na? Toll. Also ich kann ihn eigentlich nur an einer Stelle erwischen. Aber im Moment stelle ich mich ein bisschen dämlich an, ich merk's. Hi. Ah, ich habe ihn überholt. Ich will schon, dass er hier rumgeht. Den Sprung da vorne mache ich nicht. Oh, Halleluja. Ich sag ja, hier war ein bisschen langsamer. Aber wenn die alle so hart sind, gell? Dann sehe ich auch für uns hier wieder nicht gute Karten. Obwohl. Die anderen sind ja nicht so am Gift zumindest, also verrecke ich nicht die ganze Zeit. So, der nächste, bitte. Hier ist noch ein Affe. So. Wir wollen ja die Challenge auch schaffen. So, und ich kann ja mittlerweile überall Abkürzungen nehmen. Hallo, Spyro? Okay, Spyro war kurz verbuggt. Nicht Spyro. Sparkle, meine ich. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis er den Schmetterling frisst. Okay. Und ab geht's. Alter, hat der eine Geschwindigkeit. Toll. Toll. Das ist voll schwierig. Ich muss die Strecke auswendig lernen, sonst wird das hier nichts. Ich wechsle gern so lange nochmal die Musik. Ah, habe ich schon mal gewechselt? Ich dachte, wir wären noch bei der Originalen, aber nö. Okay, ich muss hier eh die Strecke gehen, um da hochzukommen. So, da ist er. So, erstmal vor allem die Strecke kennenlernen, gell? Okay. Ich habe wieder den Punkt gefunden, an dem er langsam ist. Also langsamer als ich. Hier zum Beispiel, guck mal die Geschwindigkeit an. Okay. Es gibt nichts zu gucken, wenn ich nicht hinterherkomme.
Sind das die Enden, die ich hier höre? Ich denke mal, ich höre hier jemanden. So. Ja, es macht ja nichts. Weil hier ist er eh zu schnell für mich. Wenn ich es hier versauere, ist nicht schlimm. Ich kann es ja immer noch hier dann retten. So, jetzt nimmt er nämlich hier einen anderen Weg. Ah! Die Frage ist, kann ich ihn hier ausnahmsweise sogar überholen? Ich denke sogar, das sollte klappen, oder? Weil er kann nicht rückwärts wieder hoch. Toll. Toll. Bleh. Ist hier schon wieder jemand am Leben? Warum lebst du? Ich kann einfach nicht anders. Auch wenn die Gegner nutzlos sind und ich nichts von denen erhalte. Einfach für meinen Seelenfrieden müssen die weg. So, wo komme ich wieder hoch? Da. Wo ist denn der gerade? Hier? Hallo? Ne, wo ist denn der? Ach, hier ist er. Was? Okay, das bringt gar nichts. Er kann rückwärts gehen. Im Gegensatz zu mir. Ich sag also, halber Fuchs, halbes Känguru und Flughörnchen. Alles mit dabei. Und was bin ich? Nur so ein mystischer Drache. Junge. Ich muss hier abbremsen. Yo! Gehst du mal bitte da hoch? Dankeschön. Okay, ich verkack's gerade nur noch. So. Ein bisschen konzentrieren, dann läuft's. Also hier langsam machen. Ich muss hier nicht schnell sein. Jetzt ist er natürlich hier wieder. Okay, nicht überholen, weil er kann rückwärts gehen. Aber hier kann ich's. Nee. Junge! Wenn ich durchrenne, wird das nicht aktiviert oder warum läuft das hier nicht? Doch! Ich kapier's nicht! Manchmal funkt es der Dreck und manchmal nicht. Ich will doch einfach nur hier hoch. Boah. Ich dachte, ich werde die Eierdiebe für immer hassen in den Spielen. Aber ich denke, ich habe einen neuen Hassgegner gefunden. Die sind ja 10-mal schlimmer. Und vor allem die Strecken, die sie auswählen. Ahu! Bist du Mario? Komm jetzt her. Nein, zu früh. Zu früh. Wo komme ich denn hoch? Ich möchte bitte wieder hoch. Okay. Ah, hier ist er. Gar nicht gesehen. Hier beamt er sich aus irgendeinem Grund. Okay, hier ist es. Ich bin gerade viel zu unruhig. Ich muss ein bisschen entspannen. Einmal tief Luft holen. Zu viel Luft. So. Richtig aufstellen. Ziel fokussieren. Konzentration für die Strecke und... Fast. Fast. Komm schon.
Ah, verdammt. Kann es sein, dass sie erschöpft werden? Wenn ich einfach nur lange Zeit hinter denen bleibe, dass sie auch langsamer werden? Wenn ja, dann muss ich ja nur noch die Strecke können. Dann wird das Einfangen ja ein Kinderspiel. Aber die Strecken an sich sind nicht so einfach. So, komm schon. Komm schon. Ich bin so nah dran. Hallo! Ich sag ja, manchmal funzt der Dreck nicht und ich weiß nicht warum. Na komm schon. Na komm schon. Werd langsamer! Oh, sogar gerammt! Ich wollte gerade Feuer einsetzen. Oh, oh, das waren zwei von vier. So, irgendwo habe ich noch einen gesehen. Hier. Nummer 3, komm her. Welche Strecke? Wo lang muss ich dich hinbefördern? Ist immer noch ein Affe. Ich wollte die eigentlich schon längst erledigt haben. Ach, du machst nur den hier? Okay. Ja, dann bist du easy. Dann bist du easy. So, war da eigentlich irgendwo noch ein Affe? Ich will die nicht am Ende übersehen haben. Ich meine, gesehen haben wir alle Affen. Höchstens im Nachgang habe ich sie nicht alle getroffen. Aber das hätte ich trotzdem gern, einfach wegen dem Ehrgeiz. So, jetzt muss ich noch den vierten finden. Das ist diese Vase. Hier war das Ei, das ich gleich hole. War ich da schon mal? Nein, war ich nicht. Ach, und hier ist der vierte, okay. Ist das ein Kochtopf? Wie viele Missionen kommen wir denn noch? Ich dachte, wir sind gleich am Ende. Ja, also laut Edelstein sind wir am Ende. Ein Kochtopf. Uah, sieht nicht gut aus. Okay, komm schon. So, wo läufst du lang? Ich muss deine Strecke kennenlernen. Okay, nur hier. Der ist also auch einfach. Okay, vergiss, was ich mit einfach gesagt habe. Die Strecke ist einfach, ja. Aber wie gesagt, wenn meine Theorie richtig ist und je langsamer werden, kriege ich ihn. Ja. Ah. Komm schon. So nah dran. Der wirkt eigentlich gar nicht so schwer und trotzdem kriege ich den nicht. Ha. Komm her. Was wollt ihr eigentlich mit den Zündkerzen, weißt du? Ist genauso logisch wie der andere. Der hat ein Auto in nirgendwo?
und will damit rumfahren und ihr klaut Zündkerzen und habt kein Auto. Also zumindest schätze ich das. So, komm schon. Warum kriege ich ihn nicht? Ah. Hier ist er ein bisschen schneller als ich. Hier bringt's nichts. Hier kriege ich ihn eigentlich immer. Na komm schon. Komm schon. Nein, nicht tauchen, nicht tauchen, nicht tauchen. Och Spyro, och Spyro. Ich wechsle nochmal die Musik. Ich habe ihn aus den Augen eh verloren. Wo ist denn der? Ach hier. Jetzt gibt er wieder Gas natürlich. Jetzt hat er sich ausgeruht. Ah, komm schon. Bleib dran. Komm schon. Ja. Ja! Ah! Ich bin so nah dran! Ach komm schon! Der macht das extra! Warum treffe ich den hier nie? Der wird doch immer so langsam hier. Ich drehe noch durch. Ich dreh noch durch. Und er wird ein Scheiß langsamer. Okay, hier konnte ich auch ein bisschen Zeit gewinnen. Ja, ein paar Runden werden das noch anscheinend. Oh, okay, ja. Ich will die ganze Zeit rennen. Aber wenn ich fliegen will, muss ich hier aufhören. Ja, nimm halt noch mehr Abstand. Komm schon! Mann! Ich kipp's dir gleich, aber sowas von. Der Part wird auch etwas länger, ich sehe es ja jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen soll, bei Welt 3, dass die Level ein bisschen länger werden. Okay, warum auch immer ist das später gestartet. Komm schon! Eine Sekunde früher hätte ich gespeit, wäre nicht losgesprungen. Na, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Hier, hier. Vielleicht kann ich ihn hier ab ausricksen. Ich probiere es.
Nein. Ich bin zu langsam da. Wie viele Runden willst du noch rennen? Ich bin wieder mobil. Hier, Drachenfreund, gehört eigentlich ins Museum. Doch du hast es dir verdient. Ja! Boah, ich kann nicht mehr. Oh, ich weiß zwar nicht, wo du hinfahren willst, aber okay. Was für ein Museum. Okay. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und das Level ist nicht mal fertig. Es fehlt immer noch die Mission vom Doc. Oh Gott. Das war ein befriedigendes Gefühl. Den endlich loszuwerden. Na, von hier komme ich gar nicht hin. Oh mein Gott. Hat der mich gestresst. So. Ah, nee, ich bin hier falsch. Hier, oder? Nee. Hä, wo warst denn du? So. Ah, die gut, Musik ist dann, okay. Dann lasse ich sie. Ich wechsle nicht nochmal. Gibst du mir nochmal ein Seil? So, ich habe ja ein Nest gefunden. Dann bringe ich es mal dahin. Wenn ich weiß wie. Wo war denn das? Das war irgendwo da. Gab es da noch ein Sprungfeld? Ja, das war das hier natürlich. So, zack. Yes! Okay, du freust dich ein Ei und gibst mir... Sieht aus wie ein Samen, ne? Wo ist diese... Da. Das ist für so ein Tauschgeschäft, gell? So, was gibst du mir? Du erinnerst mich aus Plants vs. Zombies. Ein Gummi-Engine. Okay. Wenn das die glücklich macht? Wenn das schon die Rätselslösung ist? Ich suche hier die ganze Zeit nach meinem realen Engine. Okay, was gibst du mir? Ja, du freust dich jetzt, sehr schön. Was ist das? Eine Beere? Habe ich noch irgendwas in der Welt gesehen, was auffällig aussah? Ich dachte, das war's schon. Eine Beere. Gib ich das der Pflanze? Zum Essen? Also dieser hier? Ups. Ich wüsste gerade nicht, wohin damit. Nö, du willst es nicht, okay. Wohin damit? Gab es sonst irgendwo irgendetwas? Ich erinnere mich halt gerade null an irgendetwas. Wohin mit dieser Beere? Du? Nee. Ich habe keine Ahnung, wohin mit der Beere. Aber absolut kein Schimmer. Jungs. Und Mädels, wohin damit? Was war das denn eigentlich?
Ich habe doch am Anfang was gesehen. Vielleicht hat das damit zu tun. Pflanze ich da einen Baum oder was ist das? Nö. Damit hat es nichts zu tun. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Will jemand tauschen? Ich habe eine seltsame Beere. Schmeckt bestimmt gut. Na schade, ich dachte, ich habe hier was gesehen. Jungs, ich bin planlos. Was haben die sich wieder ausgedacht? Ich gehe mal ein bisschen rum, aber sonst habe ich keine Ahnung. Achso, da oben war ich schon mal, okay. Ja. Nein. Oh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so mein Hirn mittlerweile. Ah, doch, warte. Ja, hier war was. Hier hat ja jemand gekocht. Oh Gott, jetzt habe ich was vergessen. Sag mal, mein Hirn ist brei mittlerweile von den ganzen Dieben, die da waren. Und noch etwas. Ah, das ist eine Goldmünze. Sag mir bitte, ich darf sie in den Brunnen werfen und mir was wünschen. Ach komm schon. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter wird. Gab es hier ein Softdrink-Automat, Snack-Automat, irgendetwas? Willst du das? Nö. Was soll ich denn damit? Mein Hirn ist brei, entschuldigt. Die Jagd hat mich wirklich komplett fertig gemacht und jetzt... Gut, es ist Welt 3. Ich habe es ja schon erkannt, dass hier alles schwieriger ist. Egal, ob es die Überblick ist. Die Überblick vor allem. Brauchst du eine Münze? Nee. Wer braucht nie eine Münze? So. Unter Wasser gab es ja nie etwas, oder? Oder? Ich habe keinen Schimmer mehr. So, an sich war ich ja überall. Kann ich hier durch? Weil sonst müsste es ja irgendwo Edelstein noch geben. Ah! Ich habe sogar die Lösung vorgesagt. Nur statt diesen Kackding am Anfang schmeiße ich einfach in den Brunnen. Ach komm. Doch, da ist eine Münze abgebildet. Komm, entweder hier oder oben. Ja, fertig. Und du schenkst mir den Bleistift. Oh Gott sei Dank. Hier, nimm. Achso, falsch. Nein, da ist er auch nicht. Wo ist er? Da ist er hinten. Hier hast du deinen Bleistift. Mein
Bleistift. Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, nimm diese Kugel. Elora denkt, ich würde sie verlieren. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt. So, 51 Kugeln und damit 100... Okay, alle Kugeln eingesammelt. Und damit 100% des Levels abgeschlossen. Oh, sehr schön. Dann haben wir es geschafft. Wir haben mein Hirn zu Brei verarbeitet. Und damit würde ich sagen, machen wir im nächsten Part mit dem nächsten Level weiter. Und keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis dahin. Ciao.